Hallo bei Nerd für Medizin, jetzt mit Part 2 der Lungenembolie. Aber bevor wir wieder mit was Neuem starten, beginnen wir mit was Alten. Und zwar, was haben wir bisher besprochen? Im letzten Teil haben wir mit euch besprochen, woran stirbt ein Patient, wenn er eine Lungenembolie hat. Mhm. Wir haben uns überlegt, wie erkennen wir eine Lungenembolie? Das heißt, wir haben über Risikoklassifikation, über den Weill-Score gesprochen. Das findet ihr alles in den Shownotes oder könnt ihr euch nochmal anschauen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, wie man dann mit dem CT weitermacht und dann, wenn man das Ganze bewiesen hat, wie man die Risikoklassifizierung einteilt. Und da gibt es ja Low Risk, High Risk, Intermediate High, Intermediate Low und da haben wir auch etwas über den SPSI-Score gehört. Genau. Und gehört, dass leider eine ganze Menge Patienten dann eben doch Hochrisiko klassifiziert werden müssen, was es in der Praxis vielleicht manchmal nicht so ganz einfach macht. Aber so wie wir schon beim ersten Teil mit dem Schlimmsten begonnen haben, denn wir sind ja Notfallmediziner, was machen wir mit dem maximal instabilen Lungenembolie-Patienten, Martin? Da muss man es unterscheiden. Du meinst jetzt der, wo wir glauben, er könnte eine Lungenembolie haben, oder? Wir vermuten das jetzt, wir wissen es noch gar nicht. Genau, also jetzt kommt ein Patient zu dir rein und du sagst, Mensch, also klassisch der Patient, busreisend. Immer die Busreisen. Busreisenkrebs. Ja, Flixbusreisender ist aufgestanden, war die ganze Zeit eingepfercht im Laderaum, ist aufgestanden und plötzlich hat er gemerkt, sein Bein ist zwar dick, wird aber jetzt dünn, aber dafür kriegt er keine Luft mehr und jetzt kommt der präkolaptisch vom Flixbusfahrer reingetragen. Minutaufnahme. Okay. Was machen wir mit dem? Genau. Ich glaube, das ist primär vermutlich mal eine psychosomatische Genese. Okay. Also, beim Patienten, der instabil ist, wo man eine Lungenembolie vermutet, das gilt jetzt vor allem für die Notaufnahme, muss man ehrlich sagen, weil präklinisch wir, und da komme ich nachher gleich nochmal drauf, das Echo, also eine Ultraschalldiagnostik quasi nicht verfügbar ist. Aber wenn es verfügbar ist, natürlich genial. Also, was machen wir? Wir machen nicht gleich ein CT, denn die Patienten, die instabil sind, wo man vermutet, dass die vielleicht bald einen Kreislaufstillstand haben, dass die vielleicht sogar schon katecholaminpflichtig sind oder wo man Katecholamine beginnen möchte oder sollte, da ist das Risiko durch das Umlagern, durch das Fahren ins CT, durch die Zeit der Unüberwachtheit oder Semi-Überwachtheit im CT ist eine Hochrisikosituation oder Höchstrisikosituation und die Amerikaner nennen nicht umsonst das CT the Donut of Death. Finde ich ja geniale. nicht umsonst eine coole Bezeichnung, denn dort sterben dann die Patienten. Was machen wir also? Und das ist auch in der Leitlinie ganz gut dargestellt, endlich mal was sehr, sehr Praktikables in einer Leitlinie. Wenn wir glauben, der Patient könnte eine Lungenembolie haben und ist instabil, dann machen wir ein orientierendes Echo. Frage ist dann nur, akute Rechtsheitsbelastung, ja, nein, nicht irgendeine großartige Klassifikation. Meistens kann man das auch mit einem Subkostalblick oder mit einem einfachen Vierkammerblick relativ gut diagnostizieren. Und wenn man da eine akute Rechtsheitsbelastung hat dann, und die klinische Wahrscheinlichkeit hoch ist, sondern unsere klinische, dann sollte man diesen Patienten gleich behandeln. Ja, gleich behandeln. Das heißt, der braucht eine Lysetherapie. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen abwiegen. Ja. Sagen wir mal, der kommt jetzt zu uns rein, ja, der kriegt schnell seine Zugänge, wahrscheinlich hat er die eh schon vom präklinischen Notfallteam. Der eine macht schnell das Echo, der andere beginnt Katecholamintherapie. Man muss sich überlegen, muss man den beatmen, muss man den niffen, Sauerstoffgabe und so weiter und so fort. Vielleicht kriegt man den dann durch diese Maßnahmen so stabil, dass man doch noch ein CT machen kann. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn der weiter instabil ist, dann warten wir nicht und versuchen den nicht mit einem 30er, 40er, 50er Druck da ins CT zu wuchten, weil dann wird der Patient spätestens am CT-Tisch einen Arrest haben. Aber übrigens auch ist auch ein Kontrastmittel-CT, was die Gefäße darstellen soll, ohne einen Herzauswurf relativ schwierig. Das ist richtig. Muss man einfach sagen. Ja, das ist richtig. Da hat man quasi gleich das Postmortem-CT. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Kurz zusammengefasst, instabiler Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie, Rechtsheitsbelastung im Ultraschall heißt, wenn es nicht sinnvoll ist, das CT zu machen aufgrund der Instabilität, Therapie. Ja, das ist ausreichend. Wenn dann noch Klinik dazukommt wie geschwollenes Bein oder man schaut einmal auf die Leiste drauf und sieht da eine Riesenthrombose, dann ist es nochmal einfacher. Okay, jetzt hast du gesagt, wir machen ein Echo. Warum machen wir denn überhaupt ein Echo? Ich meine, Wandbewegungsstörungen linksventrikulär, hat der jetzt einen Infarkt oder was? Geht doch um Lungenembolie. Wer weiß. Wenn wir
Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie Ultraschallen, dann schauen wir uns vor allem den rechten Ventrikel an. Grundsätzlich, das zentrale Zeichen ist die rechtsventrikuläre, wenn ich es auch richtig ausspreche, Dilatation, ja, also die akute Rechtsherzbelastung, und die zeigt sich in der kurzen Achse, in der kurzen parasternalen Achse, als sogenanntes D-Zeichen, also D-Sign, wie Dora. Das kommt daher, dass der belastete rechte Ventrikel auf den linken draufdrückt und den komprimiert. Und das Ganze wird von einem O zum D. O. Die Querung quasi auf der linken Seite. Parasternal und dann die Drehung auf die linke Schulter. Genau. Was kann man noch sehen? Man kann manchmal eine paradoxe Septumbewegung sehen. Das heißt, man sieht das intraventrikuläre Septum vom rechten in den linken rüberschlackern, so mit einer unüblichen Bewegung. Ja, genau. Man sieht akute Rechtsherzbelastungszeichen auch in einer verminderten Tapse, ja? Man sieht eine Tricuspidalinsuffizienz, man sieht einen erhöhten pulmonalarteriellen Druck. Das sind dann schon Sachen, die muss man messen können. Ja? Da braucht man ein bisschen Echokardiographie-Erfahrung. Was noch ein sekundäres Zeichen wäre, ihr könnt sich erinnern, im letzten Video haben wir über die Rückstauungsproblematik diskutiert. Das wäre eine verdickte Cava, die wenig atemmoduliert ist. Aber es sind natürlich nur ein sehr, sehr indirektes Zeichen. Ja, das wären so die Sachen, die man im Echo sieht. Okay, Martin, aber wie therapieren wir jetzt das Ganze? Kriegt jeder Patient eine Lyse oder nicht oder doch? Nee, zum Glück nicht. Es ist relativ einfach. Jeder Patient, der eine Lungenembolie hat, kriegt eine volle Antikoagulation, also eine volle Blutverdünnung, und da beginnen wir mit Heparinen, also entweder unfraktionierten oder niedermolekularen Heparin. Da gibt es keine großen Empfehlungen, die in die eine oder andere Richtung sprechen. Generell brauchen die eine volle gewichtsadaptierte Dosierung vom Heparin. Es gibt mittlerweile auch von den DOACs zugelassene Medikamente. Realistisch muss man sagen, im klinischen Umfeld würde man die wahrscheinlich alle heparinisieren, ja, zu Beginn. Lysetherapie würden wir nur bei Patienten machen, die eine High-Risk-Lungenembolie haben. Das heißt, Patienten mit einer Lungenembolie und nicht nur Rechtsherzbelastung und positiven Biomarkern, sondern wirklich hämodynamischer Beeinträchtigung oder ausgeprägter Hypoxie, wo wir denken, dass die Patienten wirklich davon profitieren. Klar ist, Lysetherapie heißt hohes Blutungsrisiko intrakraniell, gastrointestinal, peripher, wo auch immer, überall, wo wir schon mal reingestochen haben und oder der Patient vielleicht eh schon ein bisschen dahin sickert. Eine minimale GI-Blutung kann da wirklich ein großes Problem werden. Oder wenn der ein Trauma hatte, gestürzt ist im Rahmen der Reanimation oder wie auch immer, ist eine Lysetherapie schon ein großes Risiko. Das macht man es nur bei den Patienten. Okay. Und jetzt mache ich da eine Lyse? Mhm. Ja, wie? Gute Frage. Habe ich schon fast damit gerechnet. Man benutzt in dem Fall, es gibt mehrere Lysemedikamente, dass das am weitesten verbreitet ist und auch eins der Hauptempfohlenen ist alte Blase, also Aktilyse. Da gibt es zwei verschiedene Schemata. Das Schema 1 ist 10 Milligramm als Bolus, quasi über 1 bis 2 Minuten, also jetzt nicht im totalen Schuss, sondern halt langsam spritzend. Und dann 90 Milligramm über 2 Stunden, das ist das Schema 1. Und das zweite Schema ist 0,6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 15 Minuten. Das ist quasi akzeleriert. Das ist, denke ich, auch das, was man wahrscheinlich im Rahmen einer Reanimation machen würde. Reanimation. Wenn wir die Patienten lysieren unter Reanimation, dann heißt das automatisch, dass wir mindestens 60 bis 90 Minuten reanimieren müssen. Was richtiger Mist ist, ist, wenn man die Patienten lysiert und danach in einer Viertelstunde sagt, das wird eh nichts. Denn dann ist es ein bisschen falsch. Dann muss man kann sich durchaus entscheiden, die Patienten nicht zu lysieren, weil die schon länger liegen, weil die eine Hypoxiezeit haben und so weiter und so fort. Dann kann man auch eine Reanimation beenden. In dem Moment, wo man die Lyse aber gibt, muss man auch länger reanimieren. Da können wir direkt mit einer kleinen Nerd-Zwischendiskussion reindroppen, und zwar jetzt das Thema Schwangere. Ja. Die sollen ja manchmal auch Lungenembolien haben. Eine furchtbare Situation. Da machen wir einfach ein richtig schönes CT, weil das viel Strahlung hat. Junge Frau mit Schwangerschaft, mit bisschen Dyspnoe und bisschen Thoraxschmerz. Ja. So. In der Notaufnahme ist verhältnismäßig häufig. Und tatsächlich haben ja Schwangere ein höheres Risiko, eine Lungenembolie zu kriegen, beziehungsweise Thrombosen zu kriegen und damit eine Lungenembolie. Was macht man da? Ist schwierig, denn wir wollen einerseits, wollen wir natürlich nicht, dass eine junge, gesunde Frau, die von mir aus ihre erste oder zweite Schwangerschaft hat, an der Lungenembolie stirbt. Wir wollen aber auch nicht alle Leute aus juristischen Gründen oder damit man ganz sicher ist, irgendwie damit Strahlung zuknallen und die Diagnostik machen. Warum reden wir die ganze Zeit über Strahlung? Weil man könnte das doch alles mit den Dedimeren ausschließen. Auch schwierig.
Danke, liebe Schwangere, denn Schwangere haben häufig erhöhte Telomere allein aufgrund der Schwangerschaft. Als allererstes machen wir die Sachen, die keine Strahlung haben. Wir machen Beinvenendoppler und zwar ehrlich gesagt beidseitig. Ja? Außer wir haben jetzt irgendein Bein im Verdacht, dann kann man das nochmal auf das Bein beschränken. Wenn wir keine, also wenn wir da irgendwo eine Beinvenenthrombose sehen, dann stellen wir die Diagnose einer Lungenembolie, ohne dass wir die nachweisen müssen. Beziehungsweise ändert sich ja nicht mehr die Konsequenz, weil AK ist da. Genau, Antikoagulation brauchen die. Außer die sind super instabil, dann geht es Richtung Lyse, aber das ist dann sowieso eine andere Kategorie. Da ist dann wahrscheinlich die Strahlung auch nicht mehr so schlimm. Man kann einen Lungenultraschall machen, wenn man es kann. Ja, wenn man einen guten Lungenultraschall kann, das dauert ein bisschen Zeit. Aber kann man manchmal diese Pneumonien, diese keilförmigen Aussparungen sehen im Ultraschall. Das ist tatsächlich manchmal ganz gut zu sehen. Auch das wäre eine Einschlussdiagnostik. Okay. Jetzt haben wir einen negativen Beinvenendoppler, wir haben einen negativen Lungenultraschall oder die ist halt ein bisschen adipös und das ist schwer zu sehen. Dann machen wir eine Echokardiographie, auch was ohne Strahlung ist. Auch bei Schwangeren, so je von Konstitution abhängig, nicht immer so einfach. Ja. Auch da, wenn die jetzt eine mega Rechtsherzbelastung hat, könnten wir die Lungenembolie diagnostizieren und sagen, das ist jetzt eine, die braucht jetzt die Behandlung. Hat natürlich große Konsequenzen, also wir müssen uns sicher sein, dass das so ist. Aber es hilft nichts. Irgendwann mal ist es dann so und wir haben diese ganze Ultraschalldiagnostik durch und müssen die irgendwie abklären. Und dann brauchen wir eine Bildgebung. Bildgebung gibt es zwei Optionen, also zwei realistische Optionen. Es gibt noch das MR und so, aber das ist jetzt kaum verbreitet. Es gibt die CT, ja, CT-Angio, wie bei allen anderen auch. Oder wir machen eine Szintigraphie, also eine nuklearmedizinische Untersuchung. Und da ist die Leitlinie relativ klar, die sagt, wenn die Patientin instabil ist, wir sofort eine Diagnostik brauchen. Die Szinti ist meistens nicht 24 Stunden verfügbar und dauert auch länger. Wenn die Patientin instabil ist, dann kriegt die ihr CT. Ja. Die Belastung für den Fötus ist nämlich relativ gering, fast vernachlässigbar durch die Strahlung, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Belastung des noch ungeborenen Kindes, neugeborenen hoffentlich nicht, das kann man dann ja vom Bauch weglegen, die ist relativ gering. Wir blenden unten, also wir schreiben euch das nochmal in die Shownotes. Wenn allerdings die Radiologen auch gute Arbeit leisten. Genau, wenn man das richtige Protokoll macht mit niedrigstmöglicher Strahlung, aber trotzdem ist die Belastung des Fötus relativ gering. Aber die Belastung der Brust, ja, und das ist ja bei der jungen Frau, / vor allem bei der Schwangeren, von relativ hoher Bedeutung, die ist beim CT relativ hoch, weil das genau im Strahlengang liegt, im Vergleich zur Szintigraphie, die ist da deutlich niedriger. Das heißt, die Leitlinien empfehlen bei der stabilen Patientin tendenziell eher eine Szintigraphie, wenn das verfügbar ist. Schwangere mit Lungenembolie, eine furchtbare Sache. Gehen wir lieber wieder zum Nerdstuff so ein bisschen, oder? und zwar, Martin, jetzt will ich dich mal ein bisschen auf die Probe stellen. Ja, ich freue mich total. Jetzt übernehme ich gerade die Schicht in der Notaufnahme und mein Kollege hat schon seit 2 Stunden da eine Patientin mit einer Lungenembolie gebunkert, weil die intensiv nicht abnehmen kann und die war initial auch wirklich schockig, die hat sich aber mittlerweile schon ganz gut erholt. Und jetzt sage ich, Mensch, initial hätte man die doch lysieren müssen und jetzt mache ich das. Verspätete Lyse. Geht das? Da muss man jetzt 2 Sachen unterscheiden. Wie du das sagst, das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Grenzentscheidung. Ja? Das ist ja noch immer eine frische Lungenembolie und die Patientin war einmal instabil. Jetzt müsste man sich überlegen, was sind die Maßnahmen, die man da getroffen hat, dass es ihr besser ist. Ist es nur so, dass man sie hinlegt und sie nicht bewegt, dann ist sie stabil und kaum bewegt sie sich einen Millimeter, setzt sich auf, muss aufs Klo oder so und wird super instabil, dann würde man die wahrscheinlich trotzdem lysieren. Wenn die Patientin jetzt schon länger eine Lungenembolie hat, sagen wir mal, die hat vielleicht seit 7 Tagen schon Dyspnoe, ja, und ist so grenzwertig, ja, dann sagen die aktuellen Studien eher, dass man die Patienten nicht mehr lysieren soll, dass der Vorteil eher begrenzt ist. Ja. Aber natürlich kann es auch sein, wenn die jetzt 5 Tage lang ein bisschen Luftnot hat und dann plötzlich schießt der nächste Thrombus weg und dann ist sie super instabil, dann kann man die natürlich trotzdem lysieren. Aber tendenziell verspätete Lyse hat relativ wenig Benefit, ja, oder 2 Wochen Beschwerden oder irgend sowas. Und ja, es gab ja auch mal lange Zeit, da Pincast wieder hervorzuheben, da hat Thomas Fleischmann das vor kurzem erst diskutiert, lange Zeit so diese Gedanken, dass man gerade auch jungen Patienten eben die Rechtsherzbelastung nehmen will und auch ohne maximale Instabilität man die mal lysiert hat. Einfach weil man gesagt hat, naja, dann ist langfristig sind die beschwerdefrei. Und das weiß man mittlerweile ja eigentlich ganz gut, dass das nicht zu machen ist, sondern dass wirklich die Kreislaufinstabilität, sagen wir mal, als die Lyse als Rescue-Maßnahme anzusehen ist, ne? Und nicht als therapeutische
Maßnahme. Genau. Jetzt kommt noch die allerletzte. Genug genördet? Jetzt, nein. Eine Frage habe ich noch. Jetzt habe ich einen Patienten, der nimmt eins von diesen neuen Antikoagulantien, lass es mal Apixaban sein. Mhm. Und der hat aber klinisch, sage ich, Mensch, also das wird auch eine Lungenembolie sein. Ne? Und dann denke ich mir, naja, dann mache ich jetzt trotzdem mal die Dedimere. Darf ich das überhaupt? Dedimere und Antikoagulantien, wie sieht es da aus? Kurz, schwierig. Schwierig. Einerseits reduzieren alle Antikoagulantien, da zählt auch das Marcomar dazu und theoretisch auch die Heparine, die Dedimeraktivität, die wir nachweisen können. Das heißt, die Sensitivität der Dedimer-Tests wird ein bisschen gesenkt. Richtig super gute Zahlen gibt es nicht. Es gibt da was zum Marcomar, glaube ich, dass die Sensitivität von Dedimer-Tests um 10% senkt. Das heißt, uns muss klar sein, dass Dedimer-Tests ein bisschen weniger Aussagekraft haben bei den Patienten. Wahrscheinlich, wenn der jetzt den massiven Anstieg hat, kann man trotzdem draus was machen. Es gibt auch ein paar andere Untersuchungen, die sogar in die ganz andere Richtung gehen und sagen, Patienten, die unter Antikoagulation stehen, dass man da regelmäßig Dedimer-Tests macht und wenn man sieht, dass die, da geht es gar nicht um den absoluten Wert, sondern um den Anstieg, wenn man sieht, dass die plötzlich ansteigen, haben die hohes Risiko, dass sie doch wieder irgendwo ein Rezidiv haben. Und tatsächlich muss man sagen, aus unserer Erfahrung gibt es immer wieder Patienten, die gerade unter den neuen Antikoagulantien gefühlt, ja, immer wieder Rezidivthrombosen haben. Das sind dann vermutlich komplexere Gerinnungsstörungen. Genau. Es gibt halt Non-Responder. Aber es gibt die Leute, denen, wo es halt nicht wirkt. Und auch nicht bei jedem Patienten ist ein INR von gerade 2,0 eben auch ausreichend. Manche brauchen auch 2,5 oder einfach einen höheren Zielwert. Und die Frage ist auch, wann er diesen Wert erreicht und wann er dann wieder drunter ist und so weiter. Genau, also Antikoagulation ist nicht gleich Antikoagulation. Aber was heißt das schon? Mit diesem wunderschönen Reim von Philipp, glaube ich, beenden wir jetzt zu eurem und unserem Schutz diese Nerd-Session zum Thema Lungenembolie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder ein bisschen ein anderer Versuch. Schreibt uns, wie ihr das macht. Habt ihr da andere Wege, andere Erfahrungen gemacht? Noch ein paar Tipps zu diesen Spezialfragen, die wir am Ende diskutiert haben. Und damit bleibt mir nur übrig zu sagen, teilen und liken und eins noch, wir lieben es, wenn ihr bei uns in den Kommentaren euch einfach austauscht. Wir lieben es, wenn ihr euch austauscht in den Kommentaren. Wir hatten da jetzt ein paar Mal bei Facebook echt interessante Diskussionen und das ist auch für uns hochspannend. Bitte unbedingt weitermachen und bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilie ziehen. Teilen und liken und ciao.